morning, ladies and gentlemen. Herzlich willkommen zu Bunbury oder Ernst sein ist alles von Oscar Wilde. Diese Komödie ist so englisch, dass sie von einem Iren geschrieben werden musste. Mit dabei sind Mr. John Welving, 29 Jahre alt und ein Gentleman. Das heißt, er hat keinen Beruf, sondern Geld und ist nebenbei noch Friedensrichter. Und er hat einen Freund namens Algernon Moncrief. Ein kleines bisschen jünger und lustiger und unvernünftiger. Dafür hat er aber Familie. Er ist auch ein Gentleman. Allen voran Lady Bracknell, seine Tante, die seit vielen Jahren 35 ist und deren Hauptbeschäftigung die Sondierung des Heiratsmarktes für ihre Tochter Gwendolyn ist. Die ist hübsch, gescheit und Idealistin. Und das hat sie gemein mit Cecily Cardew. Das ist das Mündel, das heißt, John ist der Vormund von Cecily. Er lässt sie unterrichten von Miss Prism, einer Gouvernante, auf seinem Landsitz. Und um Miss Prism wiederum kümmert sich der Pfarrer Dr. Chasuble, allerdings für ihren Geschmack nicht intensiv genug. Schließlich gibt es noch die Diener Lane von Algy und Merriman von John. Wilde nennt sein 1895 geschriebenes Stück eine triviale Komödie für ernsthafte Leute und es wurde der größte Erfolg seines Lebens. Allerdings fing zum Zeitpunkt der Premiere auch sein Abstieg an, denn gleich danach fand der Prozess statt, in dem er wegen Homosexualität zu einer langen Gefängnisstrafe verurteilt wurde, die ihn schließlich auch zu Tode brachte. Es ist kurz vor 5 in Algys Wohnung in London und er sagt, Lane, wo sind die Gurkensandwiches für meine Tante? Und er so, ja, da hinten. Und er so, danke. Und futtert Gurkensandwiches, aber statt der Tante kommt erstmal sein Freund. Und er sagt, Ernst, was machst denn du hier in der Stadt? Und er so, ach, wie immer, ich bin zum Vergnügen da. Kann ich auch so ein Gurkensandwich haben? Und er sagt, nee, die sind für meine Tante. Und die Gwendolyn kommt auch mit. Und er so, super, dann kann ich ja hier einen Antrag machen. Und er so, das ist doch wohl kein Vergnügen, oder? Ich dachte, das ist doch Arbeit. Ich dachte, du wärst zum Vergnügen hier. Und ich als Cousin stimme der Heirat nämlich nicht zu. Was? Es sei denn, du erklärst mir, wer Cecily ist. Steht nämlich hier auf dem Zigarettenetui, das du vergessen hast. Ja, das ist meine Tante. Von der kleinen Cecily in Liebe ihrem Onkel Jack. Okay, Cecily ist mein Mündel und ich heiße eigentlich John, also Jack. Ja, aber du heißt doch Ernst. Nein, ich habe nur einen jüngeren Bruder namens Ernst erfunden, um in die Stadt kommen zu können. Also nicht im Ernst. Was? Dann bist du auch Bunburyana. Was ist das denn? Ja, ich habe doch diesen imaginären Freund namens Bunbury. Den ziehe ich zu Rate, damit ich aufs Land kann, wann immer ich will. Der ist dann immer krank. Ding Dong. Lady Bracknell kommt und im Schlepptau hat sie Gwendolyn. Und die so, good afternoon, good afternoon. Sie so, good afternoon, wo sind meine Gurkensandwiches? Und der Algernon wirft einen Blick auf den leeren Teller und ruft seinen Diener, Lane! Und der kommt und sagt, wo sind die Gurkensandwiches für Lady Bracknell? Und der Diener sagt, es tut mir sehr leid, Sir, es gab keine Gurken auf dem Markt, noch nicht mal für Geld. Und der so, schockierend, soll ich dir dann die Musikauswahl vorspielen, die ich für deine Party ausgesucht habe, im Nebenzimmer? Und sie so, ja, okay, Gwendolyn, komm mit! Und die gehen schon mal vor. Und die haben im Hintergrund schon geflirtet und jetzt sagt der Jack, schönes Wetter heute, Miss Fairfax. Und die so, hören Sie mit dem Wetter auf. Und die so, was? Ja, ich will. Wie bitte? Na, Sie wollten mir doch einen Antrag machen, oder? Ja. Ja, dann machen Sie mal. Gwendolyn, wollen Sie mich heiraten? Und sie so, aber ja, Schatz, ernst. Als ich von deinem Namen gehört habe, da wusste ich gleich, dass wir heiraten würden. Ich könnte niemals Nein sagen. Und er so, oh. Und da kommt im Hintergrund auch schon Mama rein und sie sagt, stehen Sie sofort auf. Und die Tochter so, aber wir sind verlobt. Und sie so, wenn du verlobt bist, mein Kind, dann teile ich dir das schon mit. Und jetzt ab in den Wagen und warten. Und die geht weg und er steht auf und sie wendet sich an den Heiratskandidaten und sagt, so, jetzt füllen Sie erstmal hier den Fragebogen für Heiratskandidaten aus. Sie stehen nämlich nicht auf meiner Liste. Und er macht das und sie sagt, okay, das ist ja alles in Ordnung soweit. Wer sind denn Ihre Eltern? Also, ich bin ein Findelkind leider, aus einer Reisetasche in der Gepäckaufbewahrung der Victoria Station. Meine Tochter heiratet nicht in eine Gepäckaufbewahrung, Mr. Worthing. Guten Tag. Und geht ab. LG kommt und sagt, und, darf man gratulieren? Halt die Fresse. Da kommt Gwendolyn nochmal zurück und sagt, Ernest, meine Mutter hat mir alles erzählt, das ist ja so romantisch und dann noch dein Vorname. Vielleicht werden wir nie heiraten, aber ich liebe dich. Kannst du mir die Adresse von deinem Landsitz sagen? Vielleicht muss ich irgendwelche verzweifelten Maßnahmen ergreifen. Und sagt, ja, The Manor House, Woolton, Hertfordshire. Und sie verabschieden sich und Algy lacht sich ins Fäustchen. Er wollte nämlich lange schon mal auf den Landsitz seines Freundes und ruft seinem Diener zu, Lane, morgen gehe ich bunburyisieren. Und die Handlung verlagert sich im zweiten Teil auf den Landsitz von Jack.
wo die Gouvernante Miss Prism damit beschäftigt ist, Cecily zu unterrichten. Cecily ist aber so ein bisschen renitent und sagt, Deutsch ist doof. Und sie so, nein, Deutsch ist ernsthaft. Ach, guck mal, da kommt ja der Dr. Chasuble. Und da kommt der Pfarrer angewackelt und sie so, schön, dass Sie da sind. Miss Prism klagte gerade über Kopfschmerzen. Und sie so, ich hab doch gar nicht. Und ihr so, oh Gott, geht's Ihnen nicht gut? Und sie so, ja, kommen Sie, wir machen einen Spaziergang. Und die beiden gehen ab. Und Cecily langweilt sich ein bisschen. Da kommt der Diener und sagt, Mr. Ernst Worthing. Und sie so, aha, Jacks jüngerer, verruchter Bruder. Und es tritt Mr. Ernst Worthing auf, der ein bisschen wie Algernon aussieht. Und sie so, du bist also der schlimme Onkel Jack. Und er so, naja, so schlimm. Wie? Bist du nicht schlimm und hast es uns nur vorgespielt? Dann wärst du ja ein Heuchler. Und er so, ja, vielleicht bin ich doch schlimm. Und sie fangen an zu flirten. Und da kommen Miss Prism und der Pfarrer auch schon wieder. Und dazu kommt niemand anders als der Hausherr, Jack, in Trauerkleidung. Und sagt, mein Bruder Ernst ist tot. Und die so, oh, mein Beileid. Ja, er ist in Paris an einer schweren Erkältung gestorben. Und Miss Prism so, das hat er verdient. Wer Wind sät. Und da kommt auch schon Cecily dazu und sagt, Onkel Jack, warum hast du so komische Klamotten an? Dein Bruder Ernst ist drin. Und er so, was? Und da kommt auch schon der Bruder Ernst. Und er so, du, ja, ich wollte mich entschuldigen für meinen schlechten Lebenswandel und verspreche mich zu bessern und diesmal bleibe ich auch nur eine Woche. Und er so, verschwinde. Aber Algy hält ihm die Hand hin und vor den versammelten Leuten muss er ihm natürlich auch die Hand geben. Wenig später sind Cecily und Algy allein und er so, Cecily, willst du mich heiraten? Und sie so, aber ja, natürlich, wir sind doch schon so lange verlobt. Und er so, was? Naja, als ich von deinem Namen hörte, Ernst, habe ich mir in deinem Namen Liebesbriefe geschrieben und außerdem hätte ich ihm niemals widerstehen können, auch wenn wir die Verlobung zwischendurch gelöst haben. Und er so, ja, das ist ja super, dann muss ich mich ja nur noch taufen lassen. Was? Ich bin gleich wieder da und geht weg. Und kaum ist sie einen Moment allein, kommt nochmal der Diener und sagt, Miss Gwendolyn Fairfax. Und Gwendolyn tritt auf und sagt, Fairfax, guten Tag, Cardio, guten Tag. Ich glaube, wir werden beste Freundinnen. Und sie sind zu Besuch hier? Und sie sagt, nee, ich bin das Mündel von Mr. Worthing, ich wohne hier. Und sie, seltsam, der Ernest hat mir gar nichts davon erzählt. Und sie so, nein, nein, ich bin das Mündel von Mr. John Worthing, seinem älteren Bruder. Und sie so, ach Gott sei Dank, mit Ernest bin ich nur verlobt. Was? Ich bin mit Ernst verlobt. Nein, ich bin mit Ernst verlobt. Nein, ich bin mit Ernst verlobt. Und es folgt ein schöner Zickenkrieg, in dem mit Tee und Kuchen gekämpft wird. Und dann taucht Jack auf. Gwendolyn! Und sie so, Ernst und Knutsch. Und sie so, Moment mal, bist du mit dieser Dame da verlobt? Und die so, nein. Und die so, das ist mein Onkel Jack. Und die, was? Da kommt auch schon Algernon angewackelt. Und so, Cecily! Und sie so, Moment mal, bist du mit dieser Dame da verlobt, Ernst? Und die so, nein. Und die so, das ist mein Cousin Algernon. Und die beiden Damen rotten sich zusammen und sagen, erschütternd, und dampfen ab. Zur Beruhigung essen die Herren der Schöpfung erstmal ein paar Muffins. Dann verlagert sich die Handlung allerdings ins Wohnzimmer des Landsitzes, wo die Damen glücklicherweise nicht so richtig lange warten müssen, bis die Herren ihnen nachkommen. Und Jack macht den Anfang und sagt, also Gwendolyn, es tut mir sehr leid, dass ich mich als Ernest ausgegeben habe. Ich habe diese Figur nur erfunden, um in die Stadt kommen zu können, um dich zu treffen. Die so, okay. Und Algy sagt, und ich habe Ernst nur gespielt, um dich kennenzulernen zu können, Cecily. Und sie so, okay. Aber heiraten tun wir euch nur, wenn ihr Ernst heißt. Und die so, kein Problem, wir lassen uns umtaufen. Und das würdet ihr für uns tun. Da kommt mit einem wagnerianischen Klingelton die Tante, Lady Bracknell, wieder. Und alle stäuben auseinander. Und sie so, wir fahren nach Hause, Gwendolyn. Und die so, nein, ich bin mit Mr. Worthing verlobt. Und sie, keine Gepäckaufbewahrung. Wer ist denn eigentlich diese junge Dame hier, die am Arm von Algy hängt? Und John sagt, das ist mein Mündel, Cecily Cardio, 130.000 Pfund schwer. Wir sind auch verlobt, Tante. Und die so, daraus könnte was werden. Und er so, nee, wenn wir nicht dürfen, dürfen die auch nicht. Und die, ja, macht ja nichts, dann warte, bis du volljährig bist. Und er so, das ist mit 35, ich will nicht warten. Jetzt seien sie doch nicht so, doch, nur wenn sie nicht so sind. Ich kann ihnen auch die Tasche zeigen. Da kommt Dr. Chasuble reingerauscht und sagt, ja, was ist denn jetzt mit den Taufen? Und die Lady Bracken sagt, Taufen, das ist doch wohl ein bisschen früh, oder? Und da kommt Miss Prism hinter ihm her. Und sie so, Prism, wo ist das Baby? Und die beiden Damen stehen sich gegenüber und die Miss Prism fängt an zu zittern und sagt, vor 28 Jahren habe ich das Baby in einer Reisetasche in der Gepäckaufbewahrung der Victoria Station gelassen. Und John kriegt ganz lange Ohren, rast raus, holt eine Reisetasche und sagt, war das diese Reisetasche, Miss Prism?
Und sie so, ja, war sie. Und er stürzt sich auf sie und schreit, Mama! Und sie so, nein, ich bin nicht verheiratet, macht nichts. Nein, fragen Sie Miss Lady Bracknell, wer ihre Mutter ist. Und er wendet sich an Lady Bracknell und sagt, also ich frage es ja nur sehr ungern, aber wer bin ich? Und sie so, du bist der Sohn meiner verstorbenen Schwester und damit Algernons älterer Bruder. Ha! Algies älterer Bruder, ich hab's immer gewusst. Und wie heiße ich? Nach dem Vater, John Ernst. Und er so, yes, ein Ernst ist in der Familie, ich hab's immer gewusst. Und drei Hochzeiten tauchen am Horizont auf und alle sind glücklich und zufrieden, vielleicht bis auf Lady Bracknell. Und das, liebe Gemeinde, war The Importance of Being Earnest oder Bunbury von Oscar Wilde. Vielen Dank.